Ja, lieber Herr Schulze-Palz, meine Damen und Herren, zunächst mal darf ich den Veranstaltern gratulieren zu dieser Veranstaltung. Ich glaube, Herr Schulze-Palz ist gerade schon darauf eingegangen, ich bin schon ein paar Jährchen im Geschäft. Vor 10 Jahren hätten wir so eine prominente Runde, 2 Staatssekretäre, Amtschefs, hochgradig qualifizierte Leute von der regionalen Ebene, nicht zusammengebracht zu diesem Thema. Ich glaube, was wir jetzt schon feststellen können, und da spreche ich auch durchaus im Sinne meiner Vorredner, das Problem haben wir alle erkannt. Wir sprechen nicht mehr über die Frage, wer ist schuld, sondern lassen Sie uns über die Frage sprechen, wohin muss sich die Reise entwickeln, was müssen wir tun, welche Rahmenbedingungen braucht die Landwirtschaft, dass wir dem Naturschutz zu mehr Erfolg verhelfen. Ich glaube, es wird ein sehr harter Weg, um wirklich sozusagen diesen Bestandsrückgang umzudrehen. Da habe ich mich ein Stück weit sogar verabschiedet, aber wir sollten alles Augenmerk darauf richten. Das wurde letzte Woche, vielleicht kann ich da ganz kurz darauf eingehen, von einer Verbändeplattform in Berlin nochmal vorgestellt. Meine persönliche Meinung ist sehr deutlich und da widerspreche ich meinem Vorredner. Lassen Sie uns Schluss machen mit diesem Zwei-Säulen-Modell, mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen, Programmierungsansätzen. Wir brauchen eine strategische Ausgabenbegründung, ein einheitliches Finanzierungsinstrument nach dem Prinzip Geld gegen Leistung. Da finden sich dann natürlich auch Einstiegszahlungen, sogenannte Entry-Level-Schemes wieder, die den Bauern mitnehmen auf den Gunststandorten. Wir wollen keinen aus dem System verlieren, aber lassen Sie uns mal gedanklich ein Stück zurücktreten von diesen verschiedenen Säulen und wirklich diese Botschaft, die Europäische Kommission nennt es im Augenblick immer Budgeting Focus on Results, die Ergebnisorientierung, und da bin ich wieder mit meinen Vorrednern eine Meinung, in den Vordergrund der Förderpolitik stellen. Ich will vorneweg noch mal einen Satz sagen. Ich habe vorletzte Woche mit 2 prominenten grünen Abgeordneten gesprochen, die an uns appelliert haben. Ihr müsst doch das Thema Naturschutz, Artensterben in den Vordergrund des Bundestagswahlkampfs stellen, habe ich gesagt. Also schauen wir uns doch mal an in der politischen Landschaft, welche Themen sind angesagt. Ja, aber die große 6. Aussterbewelle, der stumme Frühling, was uns im Augenblick widerfährt, meine Damen und Herren. Und mir war einfach so deutlich, dass mir als Naturschützer, der ich seit 30 Jahren im Geschäft bin, von prominenten grünen Abgeordneten nochmal deutlich gemacht wird, vielleicht sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Wo stehen wir denn? Was haben wir denn vor 20 Jahren noch an Artenvielfalt in der Kulturlandschaft beobachtet? Und es ist ja gar nicht, wir haben Erfolge im speziellen Artenschutz. Herr Weber ist darauf eingegangen. Aber die große Masse an biologischer Vielfalt, an Biomasse, 80% der Insektenvielfalt zum Teil in manchen Regionen, die uns verloren gegangen ist, da brechen ganze Nahrungsketten zusammen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns alle stellen. Jeder, der in sich geht und sich überlegt, wie das in seiner eigenen Kindheit war, ja, also wir müssen manchmal einen Schritt zurückgehen, um uns zu vergegenwärtigen, wo stehen wir denn heute im Vergleich zu früher. Und ich habe Mitte der 2000er Jahre, als die Flächenstilllegung abgeschafft wurde, hatte ich schon gedacht, naja, schlimmer kann es jetzt kaum mehr kommen. Dann kamen noch die nachwachsenden Rohstoffe obendrauf und auch heute haben wir weiterhin galoppierende Bestandsrückgänge bei klassischen Allerweltsarten wie Rebhuhn, Grauammer, aber auch Kiebitz oder Feldleiche. Also lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie können wir dieses System eigentlich mal in eine andere Richtung bewegen. Das ist ein Tanker, das werden wir nicht von heute auf morgen schaffen. Und da appelliere ich auch an meine Kollegen immer, lassen Sie uns mit Geduld und mit Dialogbereitschaft, Herr Hartl, das brauchen wir natürlich, weil wir müssen die Landwirte mitnehmen, wir müssen verschiedene Rahmenbedingungen schaffen. Ich gehe auf 4 Punkte ein, die aus meiner Sicht wichtig sind, die eben schon angesprochen wurden, aber die für mich allesamt zusammengehören. Nur zusammen können wir Erfolge haben. Der erste Punkt ist, da ist Herr Weber zum Glück drauf eingegangen, wir müssen das, was noch schützenswert, was wir noch haben an Artenvielfalt, müssen wir erhalten. Es ist ungleich teurer, wertvolle Lebensraumtypen wiederherzustellen, als zu erhalten. Also Herr Weber ist eingegangen auf das artenreiche Grünland, FFH-Lebensraumtypen. Wir haben noch ungefähr 10-12% artenreiches Grünland, andere Lebensraumstrukturen für Wiesenbrüter. Da müssen wir Geld drauf fokussieren. Da müssen wir auch überlegen, mit Gebietskulissen stärker zu arbeiten, dass wir wirklich sagen, hier diese Wiesenbrüterpopulation. Staatssekretär Eikens ist nicht mehr da, aber gerade nehmen wir mal Ostfriesland, dass man sagt, wenn dort noch wesentliche Vorkommen von Brachvogel und Ähnliches ist, seine Heimatregion, da müssen wir dort spezifischer Gebietskulissen definieren. Das Zweite ist, meine Damen und Herren,
Und da komme ich auf das Projekt Franz zu sprechen. Da halte ich das Projekt Franz für extrem wichtig in den klassischen, die Naturschutzbiologie spricht von den sogenannten Normallandschaften. Das sieht der Landwirt natürlich anders, das sind Gunststandorte. In den Normallandschaften, wo der Naturschutz, und da gebe ich Herrn Weber auch recht, da kommen wir mit dem Ordnungsrecht zum Artenerhalt gar nicht rein. Wir können ein Grundrauschen, ein Grundrauschen für die Umweltpolitik erzeugen, aber zum Artenerhalt brauchen wir innovative Lösungen, schlaginterne Segregation, Blühstreifen, Brachen. Die Brachen halte ich für extrem wichtig, das darf man nicht unterschätzen, aber auch weite Reihe, zum Beispiel im Ackerbau, verzögerte Grünlandmaat auf Streifen, sich da mal mit innovativen Gedanken auseinanderzusetzen. Und da appelliere ich auch an die Innovationsfähigkeit der Landwirtschaft, sich Gedanken zu machen. Was können wir denn auf 5 bis 10% der Fläche erreichen, um auf diesen Standorten zumindest das Arteninventar zu erhalten? Der dritte Punkt, meine Damen und Herren, zielt dann doch wieder ein bisschen aufs Ordnungsrecht ab. Wir brauchen Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, die Fehlentwicklungen vermeiden und die eben auch deutlich machen, dass nicht alles über das Förderrecht und freiwillig abgedeckt werden kann. Ich nenne nur das Stichwort Fruchtfolge, ich nenne das Stichwort Grünlanderhalt. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, sehr viel, aber gerade auch auf den nassen Standorten, dass wir sicherstellen, dass wir keine weiteren Feuchtgrünlandstandorte verlieren. Aber auch das Thema Düngepolitik hat Staatssekretär Flassbart angesprochen und den Pflanzenschutz. Das ist dieses Grundrauschen, das uns hilft, dass wir ganze Nahrungsketten nicht verlieren. Wir haben extrem homogene, intensive Nutzpflanzenbestände, wo selbst der Feldhase einfach nicht mehr reinkommt. Die sind so wie versiegelt und da brauchen wir doch, glaube ich, und da müssen wir auch selbstkritisch sagen, ordnungspolitisch, wo müssen wir nachsteuern, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Und meine Damen und Herren, der vierte und letzte Punkt ist die Fördervoraussetzung. Und da bin ich wieder ganz bei Ihnen, auch bei meinen Vorrednern. Wir müssen diese zweite Säule komplett neu strukturieren. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir mehr Geld brauchen in dieser Förderpolitik, dass wir sie eigentlich auch fit für die Zukunft machen, nenne ich bloß ein paar Stichworte. Das Thema Ergebnisorientierung ist schon angesprochen worden. Aber auch Spielräume, Anlastungsrisiken reduzieren. Ich bin froh, Staatssekretär Eikens ist vorhin gar nicht drauf eingegangen. Letzte Woche bei der Agrarministerkonferenz wurde ein Papier Neuausrichtung der ländlichen Entwicklung verabschiedet. Das sind Ansätze und in der Europäischen Kommission wird genau über das diskutiert, was aus Sachsen kam. Das Stichwort ELA Reset. Wie machen wir eigentlich die zweite Säule fit für die Zukunft? Nach meiner Überzeugung muss die zweite Säule das Zukunftsmodell im Sinne eines einheitlichen Finanzierungsinstruments sein, dann müssen wir aber das ganze Problem Bürokratie, Kontrolle anpacken und ich glaube, wir müssen Anreizkomponenten wieder einführen, wir müssen Anreize schaffen. Landwirte sollen wirklich gefördert, honoriert werden dafür, dass sie gute Leistungen erbringen, auch auf Gunststandorten. Und ich glaube, Herr Weber, das ist ja einer der Gründe, weshalb es in Sachsen-Anhalt immer wieder nicht klappt, dass die Berechnungsgrundlage ist auf einem mittleren Standort und auf den Gunststandorten sind die Landwirte nicht bereit, hier mit einzusteigen. Wir müssen also differenzierte Förderanreize schaffen und da sind wir jederzeit dabei, das sage ich Ihnen auch, dass wir da mal uns überlegen, wie kann man Anreizkomponenten wieder einführen, wie kann man auch eine Ergebnisorientierung in der Förderpolitik umsetzen. Ja, meine Damen und Herren, abschließend vielleicht zwei Worte noch. Renate Künast hat mal den Satz geprägt, der uns schwer zu schaffen gemacht hat, vom Landwirt zum Energiewirt. Ich würde heute sagen, die Botschaft muss eigentlich lauten, wenn man es ein bisschen modern formuliert, vom Landwirt zum Ökosystemleister. Landwirtschaft ist mehr als Produktion von Lebensfuttermitteln und Energiepflanzen. Und an der Stelle müssen wir eben auch den Handel und den Verbraucher mitnehmen. Das ist auch mein Appell. Ich glaube, und das wurde vorhin schon gesagt, Wertschöpfung zu schaffen für die Produkte, die dann eben aus einer naturverträglichen Landwirtschaft hergestellt werden. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Herzlichen Dank.